So, weiter geht's. Gucken wir mal, dass wir den Taifun abgeben. Oder uns den Schokoriegel hier schnappen. Oder uns das wunderschöne E-Book durchlesen. Jetzt ist es auch gerade erst 2:30 nachts, also es ist wunderbar. Ich kann das bestimmt wieder fehlerfrei vorlesen, in der Hoffnung. Also hoffentlich. Aus einem Vortrag Hugh Darris im Industrie Medical Burn 2013. Der Terminus. Moment mal. Hatten wir das nicht schon? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das schon hatten. Falls wir es hatten, möchte ich es jetzt nicht nochmal vorlesen, deswegen lassen wir. Ich hatte. Müsst ihr leider auf Pause drücken und das selbst lesen, wenn wir das tatsächlich noch nicht hatten. Aber mir kommt da irgendwie gerade einiges bekannt vor, aber irgendwie auch wieder nicht. Na, wenn das nicht Mahatma Gandhi persönlich ist, der uns da mit seiner friedliebenden Anwesenheit beehrt. Wenn es um den Taifun geht, ich kümmere mich in einer Minute darum. Hören Sie, Pritchard. Ich habe nicht meinen Hals riskiert, damit Sie das Ding jetzt in einem Haufen Prozessoren verlieren. Wow, na, da kennt sich aber einer aus. Denken Sie nicht, nur weil Sie die Sicherheitssysteme so schnell gehackt haben, sind Sie jetzt der große Computerguru. Es gibt einen Grund, warum ich den Taifun noch nicht untersuchen kann. Und der wäre? Nur zu Ihrer Information. Ich mache gerade eine Analyse der Sicherheit unseres Netzwerks und unserer Router, um rauszufinden, woher Sanders Hacker unsere Codes hatte. Ich hätte gedacht, die erste Frage wäre, wessen Codes es überhaupt waren. Außer Sie wissen das bereits. Beschränken Sie sich darauf, Türen einzutreten und Leute umzulegen, Jensen. Und versuchen Sie nicht, meinen Job zu machen. Ich garantiere Ihnen, dann kommen wir besser miteinander aus. Okay. Jetzt müssen wir uns im Penthouse. Wir müssen jetzt. Ich glaube, da war der Aufzug für nötig. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wo der Aufzug ist. Dass hier eine Kamera ist, heißt übrigens nichts unbedingt was Gutes. Wo ist denn der Aufzug? Da ist der Aufzug. Also ich kann den Scheiß hier noch nicht hacken. Mir wurde zwar gesagt, ich solle das doch unbedingt alles mal hacken, aber das geht doch gar nicht. Noch nicht. Ja. Wir haben erst Sicherheitsstufe 1. Genau. Gut, dann gehen wir einfach mal das Penthouse hoch und gucken mal, was wir da so haben. Was Sarah von uns möchte. Worüber mit uns reden möchte. Ich bin da schon sehr gespannt. Mag sein, dass es Sanders die Waffe nicht persönlich in die Hand gedrückt hat, Hugh, aber es war Taggarts Rede vor der UNO, die das alles ausgelöst hat. Wenn William Taggart eines ist, dann ein gerissener politischer Stratege, das wissen Sie, David. Und um den Schein zu wahren, muss ich ihm in die Augen sehen und mich von ihm verarschen lassen? Mit einem Lächeln. Sie müssen immer lächeln. Wir reden später weiter. Sie wollten mich sehen, Boss? Ja, wie geht's Ihnen? Ging schon mal besser. Gut, wenn wir hier fertig sind, gehen Sie mal zu Dr. Markovic in der Limb-Klinik Downtown. Eine Untersuchung kann nicht schaden. Wenn Sie darauf bestehen. Hören Sie, wegen Sanders. Ja, wegen Sanders. Was haben Sie sich dabei gedacht, ihn einfach so entkommen zu lassen? Ich habe Sie da reingeschickt, damit Sie sich um alles kümmern. Spielen? Okay, wir spielen. Ich hoffe, das wird sich für uns noch auszahlen. Sanders war sehr wütend, als er herausfand, dass sein Hacker augmentiert war. Er wird nicht ruhen, bis er weiß, wer ihn benutzt hat. Oh, und Sie sind so naiv zu glauben, dass er diese Information mit uns teilt, sobald er sie hat. Ich dachte, Sie wären schon wieder bereit für sowas, Adam. Das bin ich. Der heutige Überfall war nur eine Art Hütchenspiel, hinter dem ein Unbekannter steckt. Ich werde herausfinden, wer dafür verantwortlich ist und warum. Damit sowas nie mehr vorkommt. Gut, genau das will ich auch. Diese Hacker aus Sanders Gruppe. Sind Sie sicher, dass er augmentiert war? Ich habe ihm die Kabel selbst rausgerissen. Die Polizei behauptet, dass es nicht war. Sie verweigern mir den Zugang zur Leiche. Und ich kann noch so sehr damit drohen, ihre Pensionskasse komplett leer zu räumen.
Vielleicht bietet jemand anders mehr. Was soll ich unternehmen, Boss? Wir müssen uns die Leiche ansehen. Sie haben immer noch Freunde bei der Polizei. Meinen Sie, dass einer von denen Sie in die Leichenhalle lässt? Kommt drauf an, auf wen ich treffe. Gehen Sie zum Revier und verschaffen Sie sich Zugang. Denn wenn dieser Hacker wirklich augmentiert war, könnte sein Neuralknoten und seine Identität verraten. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie ihn haben. Sollen wir... Okay, ich muss mich tatsächlich mal innerlich entscheiden, was für eine Art wir sein wollen. Ich glaube, ich möchte eher der legale Typ bleiben. Das ist an sich nicht so, weil ich jetzt unbedingt der legale Typ, also dass ich nur heitai und bloß nicht böse sein will, sondern weil ich glaube, dass er viel für Megan empfunden hat und Megan würde das nicht wollen. Ich glaube, ich spielte das Spiel aus der Sicht derart, dass Megan das nicht gewollt hätte. Boss, worum Sie mich da bitten, ist alles andere als legal. Stimmt, ist es nicht. Haben Sie ein Problem damit? Obwohl, Moment mal, theoretisch ist es ja auch die Frage, eigentlich wollen wir ja alles dafür tun, um die Mörder von ihr zu finden. Aber trotzdem macht sie das auch nicht wieder lebendig. Ich würde gern einfach eine Münze werfen. Habe ich eine Münze? Ich habe keine Münze. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich da... Ja, das habe ich in der Tat. Aber Adam, Sie wissen doch, dass die Polizei den ersten Angriff nie richtig untersucht hat, oder? Ja, aber... Kein Aber. Wir haben viele gute Leute verloren, Spitzenleute. Und ich bekomme langsam den Eindruck, dass der Polizei von Detroit das völlig egal ist. Jemand gibt sich große Mühe, damit wir weiterhin im Dunkeln tappen. Und in Ihrer Welt heiligt der Zweck die Mittel. Meine Welt ist Ihre Welt, Adam. Und wenn uns die illegale Beschaffung dieses Neuralknotens verrät, wer hinter den Angriffen steckt und vielleicht sogar hilft, ihn zu kriegen, dann stehe ich dazu. Also los. Okay, ich kann mich nicht wirklich entscheiden, was ich denn wirklich sehr werden will hier. Also ich bin da tatsächlich komplett noch ein wenig zwiegespalten, könnte man sagen. Wir haben zwei Ziele, M5 und M6, beide 70 Meter entfernt. Das ergibt jetzt nicht allzu viel Sinn. Adam, haben Sie eben mit David gesprochen? Ich wusste nicht, dass sein Telefonat... Ist alles okay? Den Umständen entsprechend. Okay, was auch immer das heißen mag. Seit Bill Taggarts kleiner Pressekonferenz heute Abend laufen die Telefone heiß. Taggart? Sarif hat über ihn geredet, als ich reinkam. Was sagt der Gründer der Humanitätsfront denn diesmal über uns? Oh, er will nur unser Bestes. Er verurteilt die jüngsten Gewaltausbrüche gegen uns. Er will sogar persönlich herkommen, um uns sein zutiefst empfundenes Bedauern auszudrücken. Okay, kein Wunder, dass der Boss wütend ist. Wer wäre das nicht? Wenn es nach Technikfeinden wie Taggart ginge, wären sie bei dieser OP gestorben. Und er weiß, wie man mit den Ängsten der Menschen spielt. Die Humanoptimierung kann ziemlich beängstigend sein. Sagen Sie das den Kriegsversehrten, die davon profitieren. Aber wenn Taggart recht bekommt, wenn er die Öffentlichkeit auf seine Seite zieht, dann müssen die Vereinten Nationen Farbe bekennen. Ich sag's Ihnen, der Mann ist gefährlich. Yeah, das mag sein. Wir haben hier ein solides Klo. Wollte ich sagen. Was uns aber, glaube ich, nichts bringt, oder? Ich weiß nicht, wozu die ganzen WCs da sind. An sich einfach nur, um die Welt beschaulicher zu machen, im Sinne von, dass es natürlich auch Klos geben muss in den Bürokomplexen hier. Stimmt schon. Aber dadurch, dass sie zugänglich sind, haben wir da irgendwie immer einfach nur leere Räume vorzufinden. Aber gut. Warum soll ich mich jetzt in meinem Büro melden? Moment mal. Oh, ich wollte gerade sagen, dass das ein Fehler ist.
Auf dem Einsatzziele-Bildschirm werden Ihre aktuellen Missionen und Einsatzziele aufgeführt. Sie können hier zusätzliche Informationen finden, um besser zu verstehen, was getan werden muss. Missionen können aktiviert oder deaktiviert werden, je nachdem, ob sie auf Ihrem Radar auftauchen sollen oder nicht. Auch deaktivierte Missionen können erledigt werden. Ja, das ist mir schon bewusst. Dankeschön. Also das ist mir relativ klar. Wir haben ein einziges Review-Part für der Wette. Hack-Analyse-Erweiterung. Wie kann ich denn Hacker 2 werden? Hacken von Terminal Stufe 2. Wisst ihr was? Das kaufen wir jetzt mal. Jetzt müssten wir 2 Jahre hacken können. Jetzt haben wir zwar keinen Punkt mehr. Jetzt müsste ich theoretisch in die Büros hineinkommen. Richtig? Und ich möchte mal in mein eigenes Büro. Wo ist denn mein eigenes Büro? Keine Ahnung, ne? Ich, ja, ich soll mich in meinem eigenen Büro melden. Dankeschön, das ist mir bewusst. Ach, ich weiß doch sogar, wo mein Büro ist. Fällt mir gerade auf. Moment mal. Da. Shit, eine Etage höher. Ich gehe erstmal kurz in mein Büro. Ach so, hier steht jetzt sogar so ein 0. Okay. Hey Jensen, schön Sie zu sehen. Verdammt, jetzt klinge ich wie seine Freundin oder so. Hey Jensen, Mann, es tut gut, Sie zu sehen. Freut mich, dass Sie wieder da sind. Wie geht's Ihnen denn? Geht so. Tut mir leid wegen Megan. Es ist sicher nicht einfach. Eine Weile dachten wir, Sie wären auch hinüber. Alles geht den Bach runter. Erst der Angriff auf die Zentrale und jetzt die Sauerei mit der Fabrik. Ja, harte Zeiten für alle. Und bei Ihnen, Carella, alles okay? Ich weiß nicht. Ich hab's verbockt. So richtig. Was ist passiert? Naja, vor ein paar Monaten haben ich und Tyndall, na Sie wissen schon, einer von Pritchards Technikern, angefangen, Neuropozin aus einem der Labors zu klauen. Mann, Tim. Dafür könnten Sie gefeuert werden. Schlimmer, es bedeutet Knast, wenn die Firma Sie verklagt. Was haben Sie sich dabei gedacht? Ich weiß. Es war nur... Es ist kompliziert. Ich wollte erst nicht mitmachen, aber es gab gute Gründe dafür. Egal, jetzt will ich raus. Aber Tyndall hat Aufnahmen von mir, wie ich das Zeug klaue und lässt mich hochgehen, wenn ich ihm nicht mehr helfe. Ich sitze in der Scheiße, Adam. Ich brauche diese Aufnahmen. Ich weiß, dass Sie im Moment viel um die Ohren haben, aber ich könnte Ihre Hilfe wirklich brauchen. Missionsdetails. Was genau soll ich für Sie tun? Sie müssen die Überwachungsaufnahmen zurückholen, die Tyndall von mir hat. Sie sind wahrscheinlich in seinem Apartment. Vielleicht auf seinem Computer. Und? Soll ich ihn im Telefonbuch suchen? Sein Apartment ist in der Nähe des Brooklyn Court. Reinkommen könnte schwer werden, weil das Gebäude von einem großen Sicherheitstor geschützt wird. Ah, ich bin begeistert. Man kann das Sicherheitstor hacken, aber dazu muss man schon ziemlich gut sein. Sie sollten sich nach einem anderen Weg umsehen. Der Feuertreppe oder so. Okay. Und das Ganze interessiert mich, weil... Verdammt, Adam. Lassen Sie mich wirklich so eiskalt abtropfen? Das ist echt übel. Ich habe wirklich ein Problem. Aber ich könnte Ihnen vielleicht eine Waffenmod besorgen. Mann. Ich hätte nie gedacht, dass ich Ihre Hilfe mal kaufen muss. Okay. Also gut. Erzählen Sie mir mehr. Wirklich? Wow. Danke, Adam. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Die Aufnahmen sind wahrscheinlich auf dem Computer in seinem Apartment. Sobald Sie sie haben, treffen wir uns vor dem Parkplatz der U-Bahn-Station. Ab jetzt übernehme ich. Okay, tschüss. Interessant, was ich hier für Zeug rumliegen habe. Mathematical Models. Oh Gott, viele mathematische Formeln. Geometrische Figuren. Eieiei, okay, was haben wir hier? Lass mich raten, meine E-Mails. Türen, keine Verbindung, Roboterzugriff verwehrt, Geschützezugriff verwehrt, was? Ist das hier noch wichtig? Ich weiß nicht, ob das später wichtig wird. Kein Code gefunden, hacken. Ich muss meinen eigenen Computer hacken?
PDA wurde zu Medienarchiven hinzugefügt. Wie kann ich das denn machen hier? PDA. Ah, Mandrake. Danke. Cassandra. Megan, Schatz, warum gehst du nicht ans Telefon? Da, Cassandra, das ist die Mutter von Cassandra. Richtig, das hatten wir schon. Ah. Mandrake. Zugriff gewährt. E-Mails. Adam Jensen von Athene Margolis. Sicherheitsbedenken. Adam, ich will Sie wirklich nicht nerven, aber wegen dieser Neuropozyn-Diebstähle. Ich glaube, ich habe noch einen Verdächtigen. Ich habe Denzel Mitchell erwischt, als er meine Versaliv-Bestellung durchsuchte. Angeblich wollte er für einen Auftrag, den er für David checken sollte, die Adresse überprüfen, aber die müsste er doch längst haben. Man möchte meinen, einem Anwalt fällt eine bessere Ausrede ein. Der Türcode ist übrigens 1364. Aha. Soll ich mir das jetzt merken? Der Türcode wofür? 3 Monate seit dem Bestellen. Büro 23 1364 1364. Moment mal. 23 1364. Lass mich raten. 1364 1364 1364. Ich nehme an, die Zweierräume sind auf der zweiten Etage. 23 Oh, scheiße. Habe ich mich so sehr vertan? Okay, ich habe mir die Zahl anscheinend extrem schlecht gemerkt. Die nächsten 3 Jahrzehnte. Wo stehen wir im Jahr 2050? Es gab einmal eine Zeit, in der wir von einem weltweiten Staatsverbund... sozusagen den Vereinigten Staaten der Erde träumten, vereint unter den globalen Schirmherrschaft einer regierungsübergreifenden Körperschaft. Heute ist dieses Konzept allerdings überholt, um nicht zu sagen bizarr. Tatsächlich leben wir in einer Zeit, in der souveräne Nationen und die formale Regierung der Länder kaum mehr sind als Demarkationslinien einer globalisierten Karte. Immer mehr Menschen fühlen sich keiner Nation, sondern den einzigen transnationalen Instanzen verbunden, die auch heute noch florieren, den Konzernen. Wir steuern also auf eine Zeit zu, in der die Menschen in erster Linie Bürger der Nation ihres Arbeitgebers sind und erst in zweiter Linie Chinesen, Franzosen oder Kanadier. Und in dieser Welt werden traditionelle Länderkomplexe wie die Vereinigten Staaten aufhören zu existieren. So, jetzt sollte ich sein PC mir mal angucken. Frank Pritchard. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich werfe Ihnen gar nichts vor. Aber als Sicherheitschef ist es meine Pflicht, allen Hinweisen nachzugeben. Willy, was genau werfen Sie mir vor, Frank? Halt da, Frank Pritchard schieb. Mir ist zu Augen gekommen, dass Neuer verschwunden ist, meistens in Nächten, in denen Sie gearbeitet haben. Haben Sie dafür eine Erklärung? Ja, ich habe mir das besorgt für meine Forschung. Aber ich habe jeden Topf dokumentiert und den Rest von der gehe in den Kühlschrank zurückgelegt. Aha. Vor dem gehen die. Okay. Außerdem war ich nicht der Einzige, der das später. Fragen Sie Bruger. Er kann es bestätigen. Was auch immer Sie mit Patient X vorhatten, ist unglaublich. Ich habe die Tests 3-mal wiederholt, um sicher zu gehen. Er hat keine der bekannten Reaktionsmarker. Nach 8 Wochen ohne Neuropozin. Das gab es noch nie, Will. Hören Sie, ich muss jetzt los, aber Sie müssen die Ergebnisse ansehen. Kommen Sie in mein Büro, Zimmer 32. Okay, 9642, das kriegen wir, glaube ich, noch hin. 32, okay. Hallo zusammen. Das Management ist bewusst, dass aufgrund der derzeitigen Auftragslage beträchtliche Überstunden... Achso, das hatten wir schon. Okay. 32? War das jetzt... Ja, ich glaube, es war... Achso. 32 ist dann natürlich wieder oben.
Also es ist wie in ganz vielen Gebäuden. Die 1er Büros sind auf 1, die 2er Büros sind auf 2, die 3er Büros... Moment, was habe ich? 32 habe ich schon gesagt, oder? Wo ist ein Büro 32? Da. Okay, die geraden Büros sind auf der einen Seite, die ungeraden auf der anderen. Brechen wir auch mal hier ein. Oha, da ist sogar ein Lüftungsschacht. Kompositstudio 0712196 Abschlussbericht. Ausgangsvariablen und Testbedingungen. Biomatrix-Komposition 1 wurde mit Hilfe des R7 Biochip-Designs erzeugt, das wiederum auf der von Darrow Industries entwickelten P-Dot-Cluster-Matrix basiert. Biomatrix-Komposition 2 liegt das X1 Bio Chip-Design zugrunde, das auf der P-Dot-Cluster-Matrix von M. Reed basiert und auf der erstmals im Rahmen ihrer Patienten-X-Studie angewiesenen mutagenen chemischen Zusammensetzung aufbaut. Gewebeproben beider Komposita wurden alle 7 Tage routinemäßig auf Reaktionsmarker und den Ausbruch des DDS, Defizienzsyndrom getestet. Beobachtungen. Nach 3 Testwochen bildeten Komposit 1 geringe Mengen der Enzyme Kryotoxin M und DDS Y aus, die auf eine beginnende Abstoßung schließen lassen. Die Menge dieser Enzyme erhöhte sich wie erwartet nach der Verabreichung von 20 Kubikzentimeter Neuropozyn in Woche 5 zur Verlangsamung des Aufbaus von Glia-Gewebe und dem Biochip-Cluster. In Komposit 2 war bis Woche 6 keines der beiden Enzyme nachweisbar. Danach wurden Spuren von KM nachgewiesen, die jedoch in den folgenden Wochen verschwanden. Das veranlasst mich zu der Hypothese, dass die Enzyme tatsächlich ein Nebenprodukt des Nervengewebes sind, die mit der ursprünglich den Pedo-Cluster umgebenden Matrix kompatibel ist. Um dies zu bestätigen, sind weitere Tests erforderlich. Zum Glück weiß ich von David, dass in den letzten Monaten neues Gewebe von Patient X bereitgestellt wurde. Also Megan war anscheinend schlauer und besser in den Forschungen als andere. Ich kann das versuchen zu hacken, kann ich aber wahrscheinlich nicht, weil ich nicht Stufe 3 bin. Oh, ich kann. Oha. Okay, wo bin ich? Ich möchte das mal zurückzoomen. Freigabe 1. Also ich kann hier... Was ist mein Risiko? Entdeckt zu werden 70%. Ach du Scheiße. Was ist das hier für eine Freigabe? Nuke entdecken. Achso, Moment. Also ich... Warte mal, was bedeutet das denn jetzt hier? Ich kann das verstärken, dann habe ich ein 80%iges... Ja, ich weiß nicht, was das... Also, dann kann ich das verstärken, dann kann ich wahrscheinlich weniger schnell gehackt werden, aber die Chance, dass ich entdeckt werde beim Verstärken alleine, ist schon 80%. Und ich kann Nuke entdecken 0%. Das heißt, ich kann... Aha, da... Oh, ich habe einen Nuke, was auch immer das ist. Wahrscheinlich kann ich die einsammeln. Ich kann mit Nuke zu den nächsten Knoten gehen, ohne auf jeden Fall entdeckt zu werden. Also, ich kann auf jeden Fall dahin gehen, ohne entdeckt zu werden. Ich werde wohl... 70%, was ist das hier? 70%, dann berechne ich den Knoten. Perfekt! So, was ist das denn? Transfer. 50% Gefahr. Was ist das hier? 70% Gefahr. Dann machen wir erst die 50%. 9 Sekunden habe ich nur. Raus, 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 Verbindung trennen. Hoiadi, okay. Es ist anscheinend tatsächlich nicht immer so leicht. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Wie viele Versuche haben wir denn noch? Versuche übrig 3. Hoppala. Also, ich kann auch, wie gesagt, versuchen, das zu verstärken, aber ich glaube, das bringt nichts. Also, oder? Erstmal versuchen zu verstärken. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Also... Ich versuche es jetzt noch einmal, ansonsten werde ich mir erst irgendwelche Hackerfähigkeiten. Versuche übrigens 2. Das gibt's doch nicht.
Ich komme da nicht dran. Okay. Jetzt werde ich einfach direkt auf das Ding drauf zugehen. Ich werde das jetzt hacken, ohne die anderen Knoten zu übernehmen. Ein Versuch übrig. Ich mache das jetzt trotzdem. Ich will nämlich auf jeden Fall diese Daten haben. Zugriff verweigert. Mann der Zukunft, das Unternehmen Hugh Darrow. Wendepunkt. Darrows Vater, Sir Martin Darrow, seines Zeichens Medienmogul und Gründer von Picos Communications, meldet seinen Sohn zu... Ach, ich muss mal eben kurz einen Cut machen. Moment.